Na, wie war deine erste Nacht auf dem Martinshof? Oh, einfach toll. Ich habe die ganze Nacht von Pferden geträumt. Kein Wunder. Zieh dir am besten schon mal deine Reitklamotten an, ja? Wo finde ich die denn? Oh, klar, entschuldige. Die Garderobe ist gleich neben der Tür im Haus. Du siehst ja klasse aus. Jetzt musst du nur noch ein paar Leckerlis sammeln. Was denn für Leckerlis? Hin und wieder mögen unsere Pferde auch Karotten, Hafer oder etwas Obst. Es kann also nicht schaden, wenn du davon immer genug im Rucksack hast. Dann gehe ich gleich mal ein paar Leckerlis sammeln. Wenn du fertig bist, kannst du zum Stall gehen. Holger wartet schon auf dich. Bevor du das erste Mal ausreitest, hat er ein paar Fragen an dich. Okay, verstanden. Bis später dann. Danke für deine Unterstützung. Möchtest du dein Pferdewissen mit mir testen? Auf geht's!
Also, wenn so mal nicht eine glückliche Reiterin aussieht. Oh, Tina, es war einfach herrlich. Am liebsten würde ich sofort wieder los. Das freut uns wirklich riesig. Aber jetzt ab in die Box mit deinem Liebling. Er hat eine ordentliche Portion Pflege und ein paar Leckerlis verdient. Oh ja, das mache ich doch gern. Ich habe da mal ein paar Fragen für dich vorbereitet.
Auweia, sieht so aus, als würde das Gatter nicht mehr richtig schließen. Das klingt aber gar nicht gut. Kann ich helfen? Am besten fragst du Frau Martin, ob sie einen Keil hat. Ich halte die Stellung. Bin schon unterwegs. Frau Martin, haben Sie vielleicht einen Keil für mich? Bibi schickt mich. Einen Keil? Wofür braucht sie den denn? Das Gatter geht nicht mehr richtig zu. Nicht schon wieder. Ich müsste hier noch einen Keil haben. Vielen Dank. Super. Wollen wir hoffen, dass es diesmal hält. Ich werde auch ein Auge darauf haben. Das ist lieb von dir. Siehst du, du gehörst schon richtig zum Martinshof. Ist doch Pferdemädchen Ehrensache. Toll. Kommst du mit mir zurück? Freddy wollte nachher noch vorbeischauen. Claro. Bin ja mal gespannt, wer dieser Freddy ist.